Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Lieber Moshpit Army, hier ist euer Kayo. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Heute wieder ein Mosh-Check für euch. Und zwar habe ich eine sehr, sehr interessante Band, die mir ihre Platte geschickt hat. Und zwar die Dogs mit der Arsch auf deinem Plattenteller. Sehr, sehr humoristisch. Und das Layout der, ja, sagen wir mal, Albumtitel sowie Bandname lässt es schon erahnen. Es wird punkig. Ja, The Dogs, beziehungsweise die Dogs, angelehnt an natürlich The Doors. Und ja, warum stelle ich euch diese Platte vor? Natürlich, die Band hat sie mir geschickt, das ist das eine, aber ihr wisst ja, dass ich Art Director bin und das Cover, das hat mich sehr, sehr angesprochen, das Artwork. Ich zeige das mal hier. Und zwar, ja, sind überall so Randnotizen drauf. Das fängt einmal beim Logo an, wo drauf steht, das Logo muss größer oder auch unleserlich, der Klassiker bei Logos oder auch, also so verkaufen wir das Album sicher nicht. Der Producer, also hier ein Kommentar zu dieser Grafik. Die Rückseite, die wird noch besser und zwar stehen da so Sachen wie Songs wirken nicht jung, dynamisch, Song ändern, irgendwas mit Herz oder welcher Depp kauft noch CDs, Download- und Streaming-Portale nutzen. Ja, und natürlich der Klassiker unten bei ganz, ganz kleinen Logos immer die Anmerkung, Logos größer. Ja, ich möchte euch nicht da zu viel vorwegnehmen. Das ganze Artwork geht auch noch ja, so weiter. Ja, warum ist das hier eingeschweißt? Das liegt daran, meine CD, also die habe ich schon in Originalform, die liegt da hinten, die komme ich jetzt leider nicht dran und die möchte ich jetzt nicht einfach aufmachen. Das mache ich dann später oder ich verlose sie zum Ende des Jahres. Wie auch immer möchte ich euch ja einen Song vorspielen. Und bevor ich das mache, gehe ich noch so ein bisschen auf die Platte ein. Was erwartet euch? Und zwar, ja, Deutschpunk. Sind auch sehr, sehr interessante Gäste drauf, wie zum Beispiel Wölfi von den Kassierern. Die Produktion, ja, die finde ich schon sehr, sehr, sagen wir mal, was im Vergleich dazu, was ich halt in letzter Zeit höre, ist sehr, sehr roh. Ja, nicht glatt gebügelt. Also man hört hier und da, sag ich mal, kratzige Gitarren-Feedbacks, also sehr, sehr punkig gehalten, sehr, sehr roh und das macht die Platte auch sehr, sehr sympathisch und lebendig. Und ja, ich spiele euch mal hier den Track vor mit Wölfi zu Fett für deine Lederjacke, eines meiner Lieblingssongs von der Platte. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Also gerade beim Schlagzeug hört man das, dass es nicht die Überproduktion ist, aber es macht die Platte halt sehr, sehr dynamisch, organisch. Und tolle Melodien sind drauf. Das muss man dazu sagen, für eine Punkplatte nicht schlecht. So, das soll euch ungefähr einen kleinen Einblick geben in das, was euch erwartet. Ich möchte euch nicht zu viel vorspielen, nämlich ihr sollt die Band supporten und unterstützen. Hört vielleicht mal selber auf irgendeiner Online-Plattform eurer Wahl rein, vielleicht sagt euch das zu. Es würde mich sehr, sehr brennend interessieren, was ihr von ja, den Dogs haltet mit der Platte Der Arsch auf deinem Plattenteller. Und jetzt seid ihr gefragt, lasst uns in den Kommentaren eure Meinung da, wird uns sehr, sehr interessieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, aber bevor wir das machen, gebt uns noch bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und ganz wichtig, wenn ihr Bock habt, dass wir eure Platte reviewen für unsere Zeitung, online sehen oder für YouTube,
Schaut unter www.moshpitpassion.de/FAQ, da findet ihr alle Informationen. Das war's jetzt aber wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.